Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das JBG Bundle von der Ötti Gang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. JBG bzw. Jung, Bisexuell, Geisteskrank von der Ötti Gang, das Ganze im März 2019 erschienen. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album, Stickern, einer Mitgliedskarte, noch mehr Stickern, zwei Reißzähnen, einem Feuerzeug, einer Kühltasche, einem Shirt, einem Schlüsselband, einem Poster, ein Sicherheitsband sowie einer Pillendose und einem Beipackzettel. Jawohl, also eine Menge Inhalt. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. JBG, ausgeschrieben jung, bisexuell, geisteskrank, nicht zu verwechseln mit jung, brutal, gut aussehend. Und das Ganze ist auch nicht von Kollega und Farid, sondern von der Ötti Gang. Ötti Gang präsentiert JBG, jung, bisexuell, geisteskrank, lesen wir hier. Dann haben wir hier die Mitglieder der Ötti Gang abgebildet. In der Mitte ihr Chef sozusagen, Felix Krull, 1731. Und das Ganze hier vor einem, sieht so aus wie ein Stück Globus oder als wäre es hier irgendwie die Erde, als würde hier die Weltherrschaft angestrebt werden. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir dann auch wieder Ötti Gang, jung, bisexuell, geisteskrank und ihr wisst bereits, was es ist. Auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 13 Stück an der Zahl und wir haben hier Tracks von Felix Krull und Frank Weiß sowie Nicky Nice. Also die drei hier die Hauptakteure, aber wir haben dann auch noch ein Feature dabei von Kulturerbe Achim. Ja, dann haben wir unten noch die Credits, wer hier mitgewirkt hat. Interessanterweise keinen Barcode, weil dieses Album gab es nicht regulär im Handel, sondern wirklich nur über die Website und deswegen, wie gesagt, kein Barcode. Ja, wir kommen zum Inhalt. Booklet gibt es in diesem Fall keines, aber wir haben hier einen Einleger und hier haben wir die Unterschriften der vier Herrschaften. So sieht das aus. Also Frank, dann hier, das dürfte wohl Nice sein, also Nicky Nice, zum Fall ja, dürfte wohl Nicky hier stehen und hier steht dann noch Doc, also in diesem Fall wohl Felix Krull. Ja, logisch, ja klar, ja sicher, El, die Gang schiebt dich an, 1731. Diese Zahl ist das Gründungsjahr der Oettinger Brauerei, beziehungsweise von Oettinger Bier, 1731 gegründet. Dann haben wir hier noch die drei Herrschaften auch wieder auf der CD abgebildet, Ötti Gang präsentiert. Und so sieht das Ganze dann aus, Rückseite schwarz. Falls ihr euch wundert, wieso die CD hier so ein Pulver drauf hat, dazu kommen wir gleich noch. Das erkläre ich euch genau jetzt, denn wir haben in diesem Bundle etwas drin, was ich so noch nie gesehen habe. Und zwar zwei sogenannte Reißzähne. Bedeutet, wir haben hier zwei kleine Plastikbehälterchen, die randvoll mit Pulver befüllt sind bzw. waren. Der eine ist immer noch recht gut gefüllt, der andere ziemlich leer. Und zwar hat sich der eine irgendwie am Transport entleert und hat seinen gesamten Inhalt in diesem Bundle, in diesem Paket, das mir dann zugestellt wurde, verteilt. Und zur Info, was sich in diesen Reißzähnen befindet, haben wir einen Beipackzettel. Das ist sogenanntes Fervitin. Pulver enthalten in den blauen Pillen und den Raffzähnen, nur für den oralen Konsum geeignet. Also, wir haben nicht nur diese beiden Raffzähne, sondern wir haben dann auch noch hier eine Pillendose, zu der kommen wir gleich. Dann haben wir die Inhaltsstoffe. Ja, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass hier jede Menge Koffein, Taurin und Maltodextrin ist, also Wachmacher, Wachmacher, Wachmacher. Und dann lesen wir hier noch erhöhter Koffeingehalt bis zu 250 Milligramm Koffein pro 1 Gramm. Also das ist echt eine Menge. Die auf der Verpackung angegebene empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten. Verwendbar bis März 2021. Erhält folgende Allergene.
Koffein, siehe Inhaltsstoffe. Ja, also so ein kleiner Beipackzettel, wie man es aus der Apotheke kennt. Zwei Reißzähne hier randvoll, wie gesagt, bei mir nur noch einer. Und zusätzlich haben wir dann noch hier eine Pillendose mit Fervitin. Hier lesen wir auch noch die Ötti Energie 20 Einheiten. Die blaue Pille zur oralen Einnahme, Einzeldosis 1 bis 2 Pillen, maximale Tagesdosis 4 Pillen. Erhöhter Koffeingehalt für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Ja, dann werden wir hier mal diese Sicherheitsverschlusslinie da wegmachen. So, dann kann man das Ganze hier aufschrauben und so sieht das dann aus. Also wir haben dann hier so blaue Kapseln und in diesen Kapseln befindet sich dann ebenfalls jede Menge Pulver, jede Menge pulverförmiges Fervitin. Also, damit haben wir jede Menge Koffein, habe ich so auch noch nie gesehen, in einem Bundle, also absolute Premiere für mich. Dann ist mit dabei ein Feuerzeug, einmal hier mit Ötigang und einmal hier mit Entschub gebrandet. Dann haben wir auch noch hier die Instagram-Adresse, den Instagram-Usernamen von Felix Krull. Das Ganze funktioniert und ist auch wiederbefüllbar. Dann haben wir Sticker mit dabei und zwar jede Menge. Wir haben einmal hier diesen Logo-Sticker Ötigang in blau-weiß im rechteckigen Format. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 10 mal diesen Sticker hier. Und dann auch noch 5 Promo-Sticker im Hochformat. Hier haben wir das Albumcover drauf. Und dann unten noch Listen on Spotify. Also 5 Sticker hier im Hochformat, beziehungsweise, nein, 4 sind es, mein Fehler. 4 Sticker im Hochformat, diese Promo-Sticker. So, packen wir die mal zur Seite. Damit nicht genug, wir haben auch einen Exklusivinhalt, etwas ganz Besonderes, und zwar die sogenannte Mitgliedskarte. Geheime Gruppe der Ehrenfüchse. Also zur Info, dieses Bundle nennt sich auch Fuchs Starterpaket. Mit dieser Karte wirst du bedingungslos in die geheime WhatsApp-Gruppe der Ehrenfüchse der Ötigang aufgenommen. Schicke einfach ein Selfie von dir im Ötigang-Gang-Shirt aus der Box unter Angabe der unten stehenden Nummer deines Namens und deines Instagram-Namens an unseren geliebten Alkoholminister. Hier die Nummer. Er wird sich dann bei der nächsten Senatssitzung hinzufügen. Bist du ein wahrer Ehrenfuchs, nimmst du selbstverständlich noch die 1731 in deinen Instagram-Namen mit auf. Diese Nummer ist nicht übertragbar. Ja, in diesem Feld habe ich dann hier eine handgeschriebene, eingetragene Nummer, die mich dann eben als den Ehrenfuchs überhaupt identifiziert. Dann haben wir hier so ein Sicherheitsband dabei. So sieht das aus, in Orange und Weiß, Sicherheitsdrip, links und rechts eine Flamme und ihr kennt das, das sind diese Knickbänder, die man dann immer hier so auf den Arm gemacht hat. Das kenne ich noch aus meiner Volksschulzeit. Ich glaube, das ist ja vor allem für Leute geeignet, die sich nachts irgendwie im Straßenverkehr bewegen, Radfahrer, Jogger etc., dass man hier dann entsprechend von Scheinwerfern von Autos angeleuchtet wird und reflektiert und somit nicht bei Nacht über den Haufen gefahren wird. Dann haben wir mit dabei ein Schlüsselband in Blau und Weiß. Hier auch wieder mit Flammenoptik, Ötigang, Ötigang, all over. Also wirklich hier alle Seiten mit Ötigang beschriftet. Hier oben kein Verschluss. Es ist glatt Stoff, das Band. Und hier dann noch einmal dieser Metallschließer, mit dem man dann seinen Schlüsselbund oder was auch immer befestigen kann. So, dann kommen wir zu der Kühltasche. Die sieht so aus. Natürlich auch wieder in Blau und Weiß gehalten. Innen das Ganze hier mit Alu ausgekleidet. Und von der Größe her ist echt so eine Standardtasche, da passen, ja, ich würde mal sagen, vielleicht 6 kleine Dosen Bier rein. Generell so 6 Dosengetränke sollten hier Platz finden. Wir haben es hier zu tun mit, was lesen wir hier, Magma Nürnberg.
Okay, dann hier noch eine Nummer, aber keine Info, was für ein Material oder wo das genau hergestellt wurde. Egal. Das Ganze lässt sich dann hier oben mit einem Reißverschluss zumachen. Zusätzlich haben wir dann hier noch ein blaues Band, einen Gurt, um das Ganze zu tragen. Und hier ist das Ganze dann auch noch beschriftet mit, ihr wisst bereits, was es ist, Oettingen 1731. Jawohl. So, aus dieser Kühltasche ist dann auch noch dieser Inhalt hier gefallen. Und zwar haben wir hier einen Schlüsselanhänger, einen Flaschenöffner, der auch hier mit Oettingen gebrandet ist, in blau und weiß, aus Metall, hier mit so einem Schlüsselring dabei. Dann haben wir ein Poster und dieses wurde scheinbar hier mit so einem Klebeband verklebt. Ich hoffe, ich kann das jetzt einigermaßen ablösen, ohne das ganze Poster zu zerfetzen. Eieiei. Das hat hier schon leicht das Poster beschädigt. Ah, okay. Ging doch. Also, hier haben wir ein Poster in der Größe 30 x 85 cm. Das ist echt, echt lang. Und es sieht aus nach letztem Abendmahl, aber eben im Oettingen-Stil. Also hier alles in blau und weiß gehalten. Hier diverse Akteure, in der Mitte natürlich Felix Krull. Hier lesen wir dann Oettingen. Und so sieht das dann aus. Ja, hier wird auch nichts anderes konsumiert als Oettingen in Flaschen und in Plastikbechern. Und hier haben wir dann auch sogar die Kühltasche, die ich euch gerade gezeigt habe, im Einsatz. So, genug zum Poster. Wir kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das in diesem Fall ein Shirt zum letzten Bundle-Inhalt. Wir haben hier ein blaues Shirt. Hier lesen wir auch wieder Oettingen weiß im Brustbereich. Auf der Rückseite ist das Ganze nicht beschriftet. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Original Tee in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal soeben gezeigtes Shirt. Kurze Info noch, es gab es auch in einer anderen Größe, also L oder XL. Ich habe mich in diesem Fall für Größe L entschieden. Dann haben wir das Feuerzeug, den Flaschenöffner, die beiden Reißzähne mit Ferventin gefüllt. Fervitin, ich hoffe, sie kommen bei euch beide heil an. Diese Pillendose mit 20 Pillen Fervitin, sowie dieser wunderbare Beipackzettel. Das Schlüsselband, das Sicherheitsband, die 10 Oettingen Logo-Sticker, die 4 Promo-Sticker, die Mitgliedskarte, das Poster im Querformat einseitig bedruckt, die Kühltasche sowie natürlich das Album Jung, Bisexuell, Geisteskrank mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle JBG von der Oettingen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Oettingen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.